Hi, wir sind die Orsons und wir machen Twitter-Facebook-Interview hier mit 16 Bars. Alle 16 Bars. Ed Kass, wie war die Zusammenarbeit mit Manuelsen? Ungewöhnlich. Ja, es war so eine gute, wir schicken Parts hin und her übers Internet-Kollabo. Aber war witzig. Nächste Frage. Marco Steinmüller fragt, wann kommt das neue Album? Januar, Februar kommt das neue Album. Das Kass-Album. Ja, Orsons Album dauert noch ein bisschen länger. Da haben wir jetzt erst angefangen. Yannick Gronemann fragt ganz viele Fragen an Kass. Jetzt pass auf. Wann kommt endlich dein Album? Ja, Januar, Februar, habe ich ja gerade gesagt. Wird es immer noch ein Doppelalbum werden? Ja. Es wird ein Rap-Album werden, / Eurodance-Album werden, Anti-Eurodance-Album. Kannst du genaueres zu Features Produzenten sagen? Nee, noch nicht so richtig. Wisst, Vienna und Kamp sollen ja angeblich schon feststehen. Hat das Haftbefehl-Feature geklappt und das Flair-Feature? Da ist jemand sehr gut informiert. Das Haftbefehl und Flair-Feature ist immer noch auf jeden Fall ein Thema. Kamp haben wir schon gemacht und ansonsten sind auch noch so ein paar Features, aber die verrate ich erst später. Yo Finster fragt, ey moin Jungs, meint ihr das eigentlich alles ernst? Ja. Ja, wir meinen das tot ernst. Fragt es nicht, das ist das Schönste. Oder nicht? Second Orhan fragt, warum stinkt ihr? Und Gas am meisten. Was ich hiermit bestätigen kann übrigens. Ich kann auch nichts dafür. Das hat was mit dem Darm zu tun. Reicht es als Erklärung? Bei welchen Festivals wird man euch 2011 sehen können? Beziehungsweise wann gibt es eine Tour? Wie jedes Jahr probieren wir auf möglichst vielen Festivals zu sehen zu sein. Also bis jetzt können wir wenig fest sagen. Also bis jetzt sind wir auf keinem Festival, aber hoffentlich werden es noch alle. Alles aber in Planung, also haltet einfach Ausschau bei 16 Bars. 16 Bars wird euch auf jeden Fall informieren, wenn wir die Festival-Dates haben. Luis Strasser fragt, Kass, was ist mit der Zusammenarbeit von Kass und Pop Rocks? Und stimmt es, dass es ein Camp-Feature geben wird? Hab ich ja schon beantwortet und mit Basultan Hengst ist immer noch nichts passiert bisher. Aber es steht auch immer noch im Raum. Hat Mackes immer noch Kontakt zu Prinz Pi? Ich treffe den ab und zu oder wir treffen den, wenn wir in Berlin sind, aber sonst habe ich sehr, sehr keinen Kontakt zu sehr, Pi. Sehr, sehr keinen Kontakt. Ja, aber ich freue mich, ihn wieder in Berlin zu treffen, wenn wir in Berlin oben sind. Der hat ja jetzt so lange Haare. Noch gar nicht gesehen. Der hat das hammerlange Haare. So lang? Das ist witzig, aber cool. So, tut ihm mal gut, so ein Imagewechsel. So ein bisschen wie... Bartik jetzt? Auch. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Melbeats und Bistram für eins? Ich habe die einfach gefragt. Also Melbeats, Mel kannte ich schon länger. Irgendwie hat man immer wieder getroffen. Und ich mag auch viele Sachen von ihr. Und Bistram macht auch sehr gute Sachen. Und ich habe die beide gefragt, ob die was machen wollen. Ging ganz schnell. Ratzfatz. Ed Meckes, was hältst du von Kollege dem Boss? Gute Punchlines, beziehungsweise immer Punchlines, hört einfach nicht auf, aber so, er könnte mal ein bisschen mehr ausprobieren und nicht immer so ähnliche Tracks machen, aber macht seinen Job gut. Ich finde es ja so interessant, dass so viele Fragen einfach sind, hey, wie findet ihr den Rapper und den Rapper und den Rapper? Gossip Girl. Wie steht ihr allgemein zu deutschsprachigen Rap? Was haltet ihr? Ich habe das Mikrofon, konnte diesen wunderschönen Brunftschrei, den Bartesken Brunftschrei festhalten. Was haltet ihr von Rappern wie Snagger, Pillard oder Fart? Sag ich. Ich fand Snagger und Pillard immer gut. Fart war jetzt auch okay, war jetzt nicht meine Musik, aber ist cool. Dieses letzte Fart-Video, Ach stimmt, das war cool. Wie hieß dieses Kindheitserinnerungsding, ne? Wie heißt es? Peter Pan, jetzt fällt es mir ein, Peter Pan. Das fand ich gut. Das fand ich. Das war schön. Bartek? Was ist das? Noch nie gesehen.
Ist gut, so ein Track über so Reminisce, jünger sein und so, aber echt ganz schön. Wird es in absehbarer Zeit ein Album der Orsons geben? Noch was anderes, wann erscheint denn jetzt Zilla Instinct? Es hieß ja am 8.10., aber irgendwie gibt es nirgends. Beantwort mal. Kriegt er sicher auch irgendwo auf 16bars.de mit, wann das Album erscheint oder erschienen ist bereits. Ansonsten auch immer ein Tipp bei Amazon gucken. www.amazon.de oder iTunes. Wie kommt ihr, Lukas Binder fragt, wie kommt ihr auf eure verrückten und durchgeknallten Texte? Bartek? So. Edcast, gibt's was Neues vom Superman Remix mit Faith? Nein. Trotzdem Grüße an Faith an dieser Stelle. Plan B, was kannst du zu deinem Verhältnis zu grünen Nudeln sagen? Ich liebe diese Frage. Ich liebe sie am meisten, wenn nicht so, also am stärksten von allen eihaltigen Erzeugnissen, die Gott je hervorgebracht hat, sind grüne Nudeln. Ist da überhaupt Ei drin? Das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und in Verbindung mit Schrimps ist es ein Paradies auf Erden. Ja. Und werden die Orsons trotz mehrmaliger Verschiebung... Wow, jetzt bin ich bei irgendjemand auf dem Profil gelandet. Phil ist in einer Beziehung. Lieblingsmusik, Moneyboy ist dabei. Das ist auf jeden Fall. Werden die Orsons trotz mehrmaliger Verschiebung beim One Love Festival am Start sein? Wenn das jemals stattfinden sollte in Duisburg, dann sind wir dabei. Kommt ihr nach dem Konzert kurz nach Bielefeld und besucht uns? Fragt Yannick. Ich denke, ja. Wieso habt ihr hübschere weibliche Fans als Bushido? Haben wir weibliche Fans? Oh, klar. Frage für Tour. Sehr interessant. Warum gibt Tour sich mit den anderen drei überhaupt ab? Weiß ich auch nicht. Das war's. Was halten denn die lieben Orsons vom lieben Casper? Ich mag ihn ganz arg, ich will ihn wiedersehen und ganz viel lachen. Du kannst deine Stimme so gut. Nein. Nein, Casper macht nächstes Mal seine Stimme. Hallo Casper, Grüße, bis bald, Mann. Bald wird Zog. Pferde, sag ich. Wie kam Cars auf Eurotrash? Ich war immer ein Eurodance. Fernsehen geguckt in den 90ern? Ich habe Fernsehen geguckt in den 90ern. Ich war immer Fan von dieser Musik, weil ich so ein kleiner Pisser war und das einfach konsumiert habe. Jetzt bin ich erwachsen und immer noch Fan von dieser Musik. Und ich wollte immer, es war immer ein Traum von mir, ein Album zu machen, das halt Eurodance ein bisschen Seele einhaucht, weil es ja bisher fast seelenlose Musik war, ne? Aha. Was plant Max für sein Album 2? Baut auf 1 auf. Genaue Pläne kann ich euch noch nicht mitteilen, aber es geht immer weiter. Was haltet ihr von Plan B? Von dem amerikanisch-englischen? Ja, sag mal von dem englischen. Ja, pff, super. Das ist geil! Was hat das mit Rap zu tun? Die Orsons? Meinst du die Orsons? Alles? Ja, Mann, wir sind Rap, Alter. Was ist mit dir? So. Kas, du hattest in irgendeinem, ich glaube, 16bars-Interview angekündigt, dass du ein Oldschool-Album machst. Also nicht so themenbezogen, sondern einfach Beats picken und drauf rappen. Was ist damit? Ja, das ist gerade in Arbeit. Also ich weiß jetzt im Endeffekt nicht wirklich, ob es ein hundertprozentiges Oldschool-Rap-Album wird, aber es wird auf jeden Fall ein Ich picke Beats und rap drüber Album. So. Ja, ob es wirklich so Konzept traditionell oldschoolig klingen wird, da lasse ich mich jetzt auch selbst mal erst überraschen. Ed Mekkes und Plan B, wie steht's mit einem weiteren Kollabo-Album? Wir haben nach wie vor persönlich eine zu große Kluft, als dass wir musikalisch und auch persönlich im selben Raum irgendwie funktionieren würden.
Wirklich. Das steht in unserem Vertrag, wir dürfen nie auf einer Couch sitzen. Orsons, wie kamt ihr auf den... Mac, es werden deine Songs von den Gitarrenkonzerten aufgenommen. Wäre super. Bis jetzt noch nicht. Ich habe ein, zwei probiert mal aufzunehmen, aber im Endeffekt verlieren die so ein bisschen... Das lebt ja so von der Magie, der Wackness, die so in dem Moment irgendwie passiert bei den Gitarrenkonzerten, weil ich ja ganz schlecht Gitarre spiele, nicht so gut singe. Und bis jetzt habe ich es im Studio noch nicht geschafft, das irgendwie einzufangen. Im Studio? Mhm. Du musst live aufnehmen, Mann. Ja, das mache ich. Ich nehme ab und zu so videomäßig, schneide ich ab und zu Konzerte mit. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Best-of. Scheiß auf Video, du musst einfach nur tonmäßig. Was, diese ganzen... Ja, das kann auch... Gitarre. Das probieren wir vielleicht auch mal. Aber so im Studio war immer kacke bis jetzt. Orsons, wieso seid ihr so positiv, so lustig drauf? Wir sind nicht immer positiv und lustig drauf, wie ihr gerade seht. Nee. Wie kam es bei jedem Einzelnen von euch, dass ihr angefangen habt zu rappen? Du sagst jetzt noch was drauf. Wieso wir so lustig drauf sind? Esa fragt. Das ist so, vielleicht kennst du auch, wenn du so mit deinen Jungs rumhängst, nicht gut Deutsch kannst wie ich, wenn du mit deinen Jungs rumhängst so und man ist so einfach nur mit den besten Jungs und ist komplett am Arsch. Trinkt viel Alkohol, labert nur Scheiße, das ist die Orsons. Und wir tragen es halt nach draußen. Aber im Endeffekt ist genau dieses Behindertsein, wie man das so mit Kollegen eigentlich nur hinter verschlossenen Türen macht. Wie kam es bei jedem Einzelnen von euch, dass ihr angefangen habt zu rappen? Ein Gruß vom Autodieb an dieser Stelle. Was? Gruß vom Autodieb. Gruß zurück, Alter. ich kam zu Rap durch Nas. Ich kam über Plan B zu Rap. Plan B hat mir Rappen beigebracht. Ich kam über Eurodance-Platten, die Two Unlimited und Dr. Alban zu Rap. Später dann Warren G. und Tupac. Das erklärt doch einiges. Wird es eine Tour zu 1 geben? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir machen ein Release-Konzert in Stuttgart. Eins wird es geben. In Stuttgart, Release-Konzert. Seid ihr Fußballfans? Wenn ja, für wen habt ihr mal selber Fußball gespielt? SSV Reutling, VfB Stuttgart, St. Pauli. Ich war Kapitän bei Hansa Rostock. Was? 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 Hört man das? Also VfB natürlich. Auch wenn er so wack spielt wie jetzt, trotzdem VfB. Nein, Bartek hat nämlich gerade gesagt, er war mal Fußballkapitän bei Hansa Rostock. Wolltet ihr euch mal trennen? Ungefähr jedes Mal, wenn wir ein Album machen, nachdem wir ein Album gemacht haben und kurz bevor wir ein Album machen, wollen wir uns trennen. Wie findet ihr Kurden? Finden alle Menschen gleich cool oder uncool, je nachdem wie sie sich geben? Das hast du schön gesagt. Das ist dein Satz. Das hast du schön gesagt. Ich glaube, man kann mit jedem Menschen Freund und mit jedem Menschen Feind auf der Welt sein. Alles, was davor irgendwie vorurteilmäßig im Raum steht, ist Schwachsinn. Mit den Orsons kann man sehr schnell Feind sein, wenn man ein Orson ist. Da ist man am Anfang Freund und dann wird man verrückt. Echt? Twitter-Fragen auch noch? Wie sieht es mit Haftfeature aus? Wurde schon aufgenommen, hast du schon? Nee, wir haben es noch nicht aufgenommen. Wir haben darüber gequatscht und wir werden uns jetzt auch hoffentlich bald einschließen im Studio und den Song machen, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Und könnt ihr Carsten noch fragen, ob er sich an meinen Blog erinnert bei MySpace? SYZ Music. SYZ. So. Ich glaube, ich erinnere mich aber wirklich. Das ist jetzt kein Höflichkeitsjahr. Ich glaube, ich erinnere mich wirklich. Rappt Cars viel auf dem Twilight Zone Album? Ja, nur. Ich rappe die ganze Zeit auf Twilight Zone Album. Das Einzige, guck mal, beim Twilight Zone Album ist es so, ich habe das ganze Album geschrieben und das Einzige, was jetzt so Eurodance-mäßig ist, halt ein paar Beats, so ich sage jetzt mal 80% der Beats auf der Eurodance-Seite sind halt schon eher so 90er Jahre Techno-Pop. Aber ich rap auf jedem Track ganz normal und die Hooks sind halt immer auf Englisch nur und gesungen von einer Sängerin. Aber ansonsten ist es wie ein Cars-Album, wie gesagt, die Hooks sind doch carsig und so. Kommt mal wieder ein neues Orsons-Album? Ja. Nächstes Jahr.
Genau, irgendwann Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres. Wir fangen jetzt bald an, also jetzt, wann fangen wir an? Jetzt ist Oktober, November fangen wir an dran zu arbeiten. Also Mackis macht schon seit ein paar Monaten Beats und alles. Und wir sperren uns halt dann nächsten Monat ein und fangen an zu schreiben. CCC Records fragt, ihn würde es mal interessieren, ob wir die Herausforderung von Sido annehmen im Rap-Quiz. Na klar! Oh, das war ein bisschen so komisch, energetisch falsch an dieser Stelle. Was ich damit sagen wollte war, na klar. Oder haben sie schon was gesagt? Nein. Wie seid ihr zu eurem gekommen? Das wollen wir wissen, Namen. Ja. Also für alle, die es noch nicht wissen, wie wir zu unserem Namen gekommen sind, der erste Beat, über den wir in dieser Vierer-Konstellation was gemacht haben, hieß, so die MP3, hieß Austins kleine Farm. Und die Hook haben wir dann halt auch inspiriert von dem Namen halt irgendwie auch so gemacht. Und dann, als wir dann nochmal einen Track gemacht haben und nochmal einen, haben wir gedacht, hey, das ist eigentlich der lustigste Name. Oder das ist einfach so ein gegebener Name für dieses Projekt. Also wir haben uns nicht viel dabei gedacht, ehrlich gesagt. Ich muss vielleicht auch mal sagen, dass wir den ersten Track waren wir nicht zusammen im Studio. Also Bartek und ich, schlafender Plan B übrigens, sind ins Studio gekommen und da habt ihr schon eure Parts drauf gehabt so und alle haben gesagt, hey, Tua und Carsten voll gut und wir beide fanden eigentlich Tua und Carsten wack und ich glaube, sie fanden uns auch wack, ich weiß gar nicht, wieso wir einen Track zusammen gemacht haben. Ich glaube, er fand euch gut, ich fand euch gut. Carsten findet alles gut. Diese ganze Orsons Magie kam erst später. Carsten, wann kommt endlich mal ein Track mit Kollega? Ihr würdet meiner Meinung nach euch super ergänzen. Ja, Kollege, hey, wenn du Bock hast, ich mach grad ein Album. Holla at me. Oh mein Gott. So, also es wird niemals ein Kollege Cast-Feature geben. Das ist sowas Einladendes gibt. Ich will gar, dass jeder hallert. Holla at me. Oh Gott. Also es wird nie ein Kollege ein Cast-Feature geben. Disaster One fragt, pflegt Cast seine Zahnlücke? Natürlich, jeden Orsons-Auftritt pflege ich meine Zahnlücke mit dem Mikrofon und schlag dagegen. Wirklich, ja, meine Zähne bröckeln richtig schön ab, weil da könnte ich euch Geschichten erzählen. Welches Brot favorisiert Mackis? Dieses Brot? Ja. Jetzt sag nichts Falsches. Wenn du nicht genetztes Bauernbrot sagst. Sowas nicht. Also früher gab es bei uns zu Hause gab es immer Roggenmischbrot. Das mag ich jetzt nicht mehr. Frisches Brot. Ja, frisch auf jeden Fall. Und vom Bäcker und nicht so aus dem Regal. Obwohl es meistens doch das Regalbrot ist. Shoutout an den Typen, der diese Birne, wie sagt man, gespritzt hat. Shoutout auch an die Autobahn, neben der sie auf jeden Fall gewachsen ist. Shoutout an den Typen mit AIDS, der sie gepflückt hat. Und Shoutout an mich, der das jetzt alles in seinem Magen vereint. Ja. Die nächste Frage ist für dich. Warte, kannst du mein Mikro gleich behalten? Bevorzugt Tour Titten oder Ärsche? Birnen von der Autobahn. Ja. Der Lacher war wohl auf meiner Seite. Spaß. Beachtet Plan B, Verkehrsregel. Teils, teils. Beachtest du denn nicht grundsätzlich? Also grundsätzlich tue ich mir schwer mit den Stoppschildern. Da bin ich so, boah, muss man jetzt wirklich stoppen oder... Kostet aber 50 Euro. Oder ab wann ist jetzt stoppen? Also habe ich gestoppt, wenn ich noch nicht ganz quasi stehe, aber dann doch, ich weiß es nicht. Also sonst bin ich eigentlich ein sehr gewissenhafter Autofahrer. Boah. Hat Carsten noch guten Kontakt zu Cool Savas? Na klar. Wir schreiben uns immer bei Twitter. Frage an die Orsons. Feiert ihr Moneyboy? Na klar. Ching Chang Chung. Ich bin nicht dumm. Die Kasse macht Ching. Die Kette macht Bling. Die Knarre macht Boom. Ching Chang Chung. Ching Chang Chung. Ching Chang Chung. Wirklich? Props, für mich beste Dirty South Hook, die jemals von einem Deutschen geschrieben wurde. Punkt. Taugen euch Titten. Oh, unbedingt. Also, unbedingt. Wunderschön gesagt. Wird in Evigila Evangelium
ein Orsons-Member als Feature sein, außer Tour? Nö. Wieso eigentlich nicht? Weil er uns hasst, akzeptiert mal. Wir sind halt alle so schwarz. Die Orsons. Gruß von Burhan aus Deggingen. Burhan, aber grüß dich. Ich habe eine Frage. Werdet ihr mal ein Feature mit Echo Fresh machen? Also bis jetzt ist sowas von nichts geplant. So. Dem Echo. Wer weiß, was die Zeit noch so bringt. Wird es den Song Die Orsons im Geisterschloss irgendwann zu hören geben? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil, von wo weißt du das überhaupt? Speck-Rapper. Speckrapper, von wo weißt du das überhaupt? Das ist ja voll der Insider. Wir haben erst heute auf der Fahrt nach Osnabrück, wo wir uns gerade befinden, darüber nachgedacht. So, hey, wir müssen den erst endlich mal raushauen, weil der voll der Hit war. Tour würde jetzt etwas anderes sagen. Aber das war, wir wollen ihn noch rausbringen auf jeden Fall. Und die letzte Frage: Kann ich die Orsons für einen Kindergeburtstag mieten? Tut uns leid. Wir hassen Kinder. Ne. Wenn die Gage stimmt. Ja. Also bei Kindergeburtstagen, man soll ja immer von denen nehmen, die es nicht haben. Nirgendwo sind wir so teuer wie auf Kindergeburtstagen, weil wir es vermeiden wollen. Aber wenn. Du hast den Peter Lustig, Mann. Wir sind Peter Lustig. Boah, stell dir vor, jetzt guckt wirklich so ein Kind das an und ist dann voll so das Ding. Guck mal, wie du einfach die Herzen der kleinen, coolen Kids gebrochen hast. Ey, Peter Lustig hat im Stern, erst im letzten Stern gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt, dass er das zu, wegen irgendein ganz spezieller Fall war das, Alter. Genauso wie Sarrazin mit den Juden, Alter. Das war auch nur... Nein, der hat es auf etwas ganz Spezifisches gesagt, diesen Satz so. Irgendwas war das. Das ist nicht deine Schwester oder so. Also ihr könnt uns buchen natürlich. Anfrage an booking@chipperator.de. Also hiermit sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. 16 Bars D mit den leicht durchen, ein bisschen verrückten, auf Schlafentzug seienden Orsons. Dem kranken, fiebrigen Tour. Der bald zu einem Experten muss, weil er seit 2 Wochen, kurz die Kamera vielleicht nochmal auf Tour, weil er seit 2 Wochen Fieber hat, jetzt ohne Scheiß und sonst eigentlich alles cool ist. Heute live on stage, mein Exitus. Wie sagt man Exitus? Oh, live on stage. Sein Evigila heute live on stage. Also, falls ihr medizinische Experten seid an dieser Stelle, meldet euch bei tour@chimperator.de. Das wäre cool. Alles schreiben, wenn ihr Tour schreiben wollt, schreibt alles. Was gibt's für letzte Worte zu dir, von dir zu sagen? Ich überlege, ob ich mir noch eine Birne aufmache. Du meinst eine Autobahnbirne? Eine Autobahnbirne. Weil die dennoch, trotz allem Scheiß, den sie in sich hat, hat sie noch so 1% Vitamine. Und die Orsons sind 1% Vitamine. Okay, wir lassen das mit diesen Schlussworten. Das endet. Okay. Danke an all die Fans. Für eure Unterstützung, für eure geilen Basteleien, die ihr uns immer schickt. Für die Ost, die ihr formt bei allen Live-Shows und so. Wir lieben euch.